Dortmund ist ein guter Ort, weil dort viele Leute leben, die auch mit Begeisterung am Kirchentag dabei sein werden. Das ist ein guter Ort, weil dort Leute leben, die schwierige Situationen gemeistert haben. Wir werden auf dem Kirchentag hier über viele schwierige Sachen reden. Und in Dortmund kann man schauen, wie man das macht. Die Leute haben vieles verloren, Bierstahl, Kohle, auch Chemie, aber haben anderes gewonnen. Sie haben Stärke gezeigt, sie haben auch Migration geschafft. Nicht immer toll, aber wenn wir auf die Kulturleistung schauen, haben die schon im Revier eine Menge geleistet in den vergangenen Jahren. Also ich erhoffe, dass es einen Impuls gibt, dass wir mehr miteinander reden. Dass man so über die Gräben hinwegkommt. Wir haben tiefe Gräben in der Gesellschaft und ich hoffe, dass es eine Entwicklung gibt, dass wir auch wieder zuhören. Leute, die glauben, sie bleiben in ihrer Filterblase und in ihrer Echokammer und reden nur noch mit sich selbst. Also dieses Phänomen haben wir schon in unterschiedlichen Bereichen. Und das hängt gar nicht mit der AfD zusammen, sondern ich glaube, das hängt auch mit Schwierigkeiten zusammen, mit der Digitalisierung, mit der Frage, was wird aus meinem Arbeitsplatz, wie ist es mit der Wohnung, wie ist es mit der Rente. Da gibt es ganz viele Sachen, wo Menschen sich nicht mehr verstanden fühlen. Und da muss man sowohl die Themen benennen, als auch versuchen, die Menschen einzubinden. Es wird zum Beispiel anders sein, dass wir einen Schlussgottesdienst an zwei Städten haben werden. Das heißt, wir werden zum einen im Stadion Schlussgottesdienst haben und zugleich auch einen Gottesdienst mit denselben Texten, der Musik an der Seebühne. Das hängt ein Stückchen damit zusammen, dass wir glauben, dass zum Schlussgottesdienst in Dortmund mehr als 70.000 Leute kommen. Mehr bekommt man nicht ins Stadion, wenn man nicht die Südtribüne so besetzt, wie sie bei BVB-Spielen besetzt ist. Ich freue mich auf den Kirchentag. Ich habe mich auf jeden Kirchentag gefreut und jetzt bin ich in einer ganz komischen, ungewohnten Rolle und ich bin dankbar, dass ich das machen darf.